Wunderschönen guten Abend alle zurück bei Giga The Show. Was haben wir? 21 Uhr. 21 Uhr, so schnell geht eine Stunde rum, oder? Ja. Ja, ne? Die Zeit für dich nur eine halbe eigentlich. Für mich war es nur eine halbe. Ja, eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja. Aber mache ich ja gerne Castlevania, da hängt das Herz dran. Da gehe ich auch gerne mal in den Konsolenbereich. Ne? Ja. Ah, das heißt ja jetzt Giga Games Konsole, meine ich. Ja, wo du gerade beim Herz dranhängen bist und Namensänderung, da kommen wir einem Thema schon recht nah, was ja eine krasse News heute Abend gewesen ist. Und zwar, das wisst ihr ja auch, die Games Convention verlässt Leipzig und wird demnächst in der Messe Köln stattfinden, unter anderem Namen Gamescom. Und trotzdem wollte die Games Convention weitermachen, hat sich nicht geschlagen gegeben, hat gesagt, trotzdem wird es nächstes Jahr eine Games Convention geben. Und heute kam dann eine News. Es kam quasi heute wirklich zum Höhepunkt der Auseinandersetzung. Wir haben ja in der Vergangenheit schon häufiger darüber berichtet, dass die Games Convention in Leipzig bleibt, aber in Köln die Konkurrenzmesse im Prinzip, die Gamescom, stattfindet, die wiederum vom BIU ausgetragen wird. Dem BIU, dem gehören, das ist ein Verband, ein Softwareverband, dem gehören ganz viele Publisher an. Interaktiver Unterhaltungssoftware. Genau. Mhm. Und da gehören halt eigentlich wirklich das Who is Who der Games-Branche. Sony, Sega, Nintendo, womit Microsoft, womit schon mal die Konsolenhersteller an sich dabei sind. Natürlich alle großen Publisher, Konami, EA, Ubisoft. Ich will jetzt keinen vergessen, da kriege ich gleich wieder Flames. Warum hast du uns nicht genannt? Aber es sind wirklich fast alle großen Namen da. Da war natürlich schon die berechtigte Frage, wer geht denn eigentlich noch zur Games Convention nach Leipzig? Das wäre theoretisch nämlich möglich gewesen. Die waren nämlich, glaube ich, mit 2 Wochen Unterschied terminiert. Heute ist dann die große Bombe geplatzt. Die Veranstalter bzw. Dr. Clemens Kundratitz, der Vorstandssprecher des Bundesverbands für interaktive Unterhaltungssoftware, hat heute bekannt gegeben, dass die Gamescom vom 19. bis zum 23. August in Köln stattfindet. Und was war just an dem Termin? Tja. Findet natürlich auch in Leipzig die Games Convention statt und da drängt sich natürlich die Frage auf, boah, ist das jetzt hier eine mehr als offene Kriegserklärung oder stecken da vielleicht andere Gründe hinter, haben vielleicht tatsächlich auch die Publisher und die Aussteller gesagt, das passt uns terminlich im September nicht. Und das ist eine Frage, die wollen wir heute klären. Die wollen wir heute klären. Wir wollen natürlich nicht zu viel reininterpretieren. Deshalb holen wir uns jetzt erstmal die Expertenmeinung zu Rate. Und ich freue mich sehr, jetzt am Telefon bei uns André Peschke von Krawall.de. Hallo André. Hallo, guten Abend. Du hast ja gerade gehört, was wir besprochen haben. Heute ist die Bombe geplatzt. Gamescom findet zur exakt gleichen Zeit wie die Games Convention statt. Was hältst du von dieser Ankündigung? Ist eigentlich nur folgerichtig. Es gab schon zu dem Zeitpunkt, wo die Gamescom angekündigt wurde, Kritik daran, dass der Termin zu spät läge, vor allem von Händlerseite. Und gab da schon viele Diskussionen darüber, ob das wohl sinnvoll sein sollte. Der BIU hat damals gesagt, das ist ein wertvoller Termin, weil es ihnen hilft bei der europäischen Ausrichtung der Messe, weil im August sei in vielen europäischen Ländern noch Sommerpause. Aber mittlerweile, das hat man auch aus der Presseerklärung gesehen, hat man sich da wohl den Kritikern angeschlossen. Mhm. Würdest du sagen, es hat wirklich einfach nur logistische Gründe oder ist das auch irgendwie schon eine Kampfansage gegen Leipzig? Dadurch, dass es natürlich jetzt exakt auf dem gleichen Termin liegt, ist es für die Leipziger Messe natürlich noch schwieriger geworden, die Games Convention jetzt beizubehalten. Aber das war auch vorher eigentlich schon sehr fraglich, ob jetzt der BIU im Endeffekt gesagt hat, wir wollen da nicht das Risiko eingehen, dass jetzt doch noch Leute oder zu viele Leute nach Leipzig abwandern. Oder ob es dann tatsächlich jetzt alleine an der Kritik aus Händlerkreisen und Ähnlichem gelegen hat, kann ich schlecht beurteilen. Aber ich vermute, dass der ursprüngliche Termin dem BIU im Nachhinein vielleicht doch nicht so gut gefallen hat. Es wird eher weniger an Leipzig liegen, sondern mehr am Termin. Mhm. Jetzt habe ich es ja schon gerade gesagt, beim BIU sind alle großen Publisher und Entwickler eigentlich im Prinzip Mitglied. Das heißt, es wäre sowieso schon eine sehr fragwürdige Games Convention geworden. Wer soll denn jetzt überhaupt noch zur Games Convention gehen? Ich meine, die Veranstalter der Messe Leipzig sagen zwar, ja, wir haben 570, weiß ich nicht, Aussteller und von denen gehören gerade mal 17 oder so zum BIU. Allerdings macht es ja da nicht unbedingt die Masse, oder? Nein, absolut nicht. Also ganz besonders natürlich nicht für das Publikum. Das Publikum kommt, um Microsoft, Sony, Nintendo und Co. zu sehen. Es ist eigentlich von Anfang an schon so gewesen, dass man
sehr stark damit gerechnet hat, dass Leipzig die Games Convention für 2009 noch absagen wird. Die geben sich natürlich immer sehr kämpferisch und sie sagen natürlich, wir sind diejenigen, die halt auch wissen, wie es funktioniert und wir haben diesen enormen Support von den ganzen Ausstellern. Aber wie das Ganze funktionieren soll, ohne diese ganzen großen Namen, die ja auch einen Großteil des Geldes dann hinterher in diese Messe reinspülen, das konnte bislang noch keiner erklären. Mhm. Glaubst du denn, dass wirklich die vermeintlich kleineren Entwickler und Publisher trotzdem lieber nach Leipzig gehen und sich vielleicht sogar sagen, naja, jetzt stiehlt uns keiner die Show, jetzt haben wir die Messe für uns alleine? Oder glaubst du, dass die sich auch anschließen werden und nach Köln wandern? Ich glaube ehrlich gesagt, dass Leipzig die Messe noch absagen wird und dass sich diese Entscheidung für die kleineren Entwickler gar nicht stellen wird, es sei denn, sie konzeptionieren die Games Convention nochmal komplett um, wenn dann die kleinen Aussteller da vielleicht eine bessere Chance sehen. Aber es müssen ja auch Leute hinkommen und für einen russischen Software-Publisher oder so wird niemand jetzt großartig die Leipziger Messehallen stürmen. Mhm. Jetzt wurde schon mehrmals angesprochen, dass der Termin im September sowieso von Anfang an etwas unglücklich war und dass auch aus Drängen der Industrie oder der Branche die Verlegung stattgefunden hat. Was waren das genau für Gründe? Warum ist der September-Termin so viel schlechter als der Termin 2 Wochen früher im August? Ja, das hängt damit zusammen, dass sich auf der Messe ja nicht nur ganz viele Spiele zusammenfinden, um Spiele anzuzocken, sondern dass da auch ganz viele Handelspartner sich mit den Publishern treffen und dort dann Bestellungen für das Weihnachtsgeschäft aufgeben, unter anderem. Und diese Bestellungen für das Weihnachtsgeschäft, so hat man mir das erklärt, sind wohl Ende August spätestens schon durch. Das heißt, eine Messe, die im September stattfindet, wäre dann gar nicht mehr geeignet, um dort eben diese Geschäfte abzuschließen. Und da haben viele gesagt, das ist natürlich ein Riesenverlust. Mhm. Jetzt gibt sich die Messe Leipzig, wie du es auch schon gerade gesagt hast, weiterhin kämpferisch, sagt nein, die Messe, die Games Convention wird weiterhin stattfinden in Leipzig. Es ist die einzige Games Convention, ist die, die es seit 7 Jahren gibt. Warum glaubst du, verfolgen sie diese Taktik, obwohl sie, wenn man mal ehrlich ist, doch wirklich eigentlich übers Ziel hinausschießt? Sie haben ja wirklich keine Chance, wenn die ganzen großen Publisher fehlen. Warum machen sie das trotzdem? Warum kämpfen sie weiterhin? Zum einen haben sie natürlich nicht viel zu verlieren. Momentan kündigen sie die Messe nur an und sie werden mit den ernsthaften Vorbereitungen, wo dann eben auch Geld investiert werden muss, erst Anfang kommenden Jahres anfangen müssen. Das heißt, momentan kostet das Säbelrasseln nicht viel. Zum anderen, zumindest als noch diese unterschiedlichen Termine vorlagen, war ja auch noch gar nicht so klar, ob nicht jetzt da vielleicht dann doch noch welche wegen dem früheren, besser passenden Augusttermin sagen, boah, jetzt gehen wir doch nach Leipzig und so. Ob das jetzt mit dem neuen Termin weiter aufrechterhalten werden kann, das werden wir sehen. Mhm. Zum Abschluss natürlich die Frage, Krawall hat ja auch immer einen Stand auf der Messe gehabt. Wo finden wir euch nächstes Jahr? Also wenn wir im nächsten Jahr einen Stand haben sollten, dann werden wir den in Köln haben. Alles klar. Das ist doch mal eine Aussage in diesem Sinne. André, danke dir, dass du Zeit für uns hattest. Nicht zu danken. Tschüss. Ciao. Ja, ist eigentlich eine ziemlich deutliche Angelegenheit, wie es scheint. Aber wir sind natürlich objektiv und deshalb wollen wir auch noch jemanden von der Messe Leipzig zu hören. Wir haben übrigens versucht, heute jemanden auch von der Messe Köln ans Telefon zu kriegen. Hat aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Vielleicht werden wir das im Laufe der Woche irgendwie noch nachholen. Aber wir haben später noch... Hätten wir 2 Wochen vorverlegen können. Ja. Hat jetzt geklappt. Wir haben aber auf jeden Fall noch die Pressesprecherin der Messe Leipzig in 2 Stunden in Gespräch. Da bin ich auch mal gespannt, was die Offiziellen der Messe Leipzig zu dieser Ankündigung sagen. Also wie gesagt, in der 23-Uhr-Stunde bei The Show gibt's es. Und jetzt gibt's was? Die Newsflash. Yay! Parabeng. In letzter Zeit hören wir das ja häufiger. Da ist ein Spiel noch gar nicht draußen, schon wird ein Nachfolger zu jenem angekündigt. Und das passiert jetzt auch mit Saints Row. Da gibt's jetzt da demnächst den zweiten Teil. Das ist die Kampfansage quasi in Richtung GTA. Ist ein ähnliches Genre. Und bevor das Spiel draußen ist, am 28. November soll's kommen. Für PS3 und Xbox auf dem deutschen Markt zumindest. Ist jetzt durchgesickert, dass quasi schon ein dritter Teil kommen soll. Und zwar hat Dan Sutton, das ist der Associate Producer bei Volition Software, in einem Nebensatz quasi gesagt, dass sein Studio schon an einem Nachfolger arbeitet. Das Ganze dann wohl unabhängig vom Erfolg von Saints Row 2. Dürfen wir gespannt sein. Kennt jemand den Hip-Hop-Gamer?
Nee, aber wir haben eine News, die auf seine Seite, er hat nämlich eine eigene Show. Ich kann euch mal kurz zeigen, Hip-Hop Gamer, the show Real Talk from the Hip-Hop Gamer, Raw Hip-Hop with Real Games. Ja, das ist der junge Mann und das ist seine Seite und er hat hier so einen Podcast und da redet er auch über Hip-Hop und eben über Games. Und da hat er hier oben, direkt in der Überschrift steht es, GTA 5 back on PlayStation 3 exclusively. Ja, was so viel heißt, GTA 5 nur noch für die PlayStation 3. Das ist zumindest das Gerücht, das er in Umlauf gesetzt hat. Und das wollten wir einfach mal hier erwähnen. Ob das Gerücht wirklich wahr ist, das kann man noch nicht sagen. Take-Two hat das natürlich noch nicht bestätigt. Das wäre aber auf jeden Fall ein Hammer, wenn GTA wieder exklusiv für die PlayStation oder für Sonys Konsole rauskommt. In diesem Sinne warten wir mal ab, ob es einfach nur Trash-Talk vom Hip-Hop-Gamer ist oder ob der Hip-Hop-Gamer down to the street ist und nur die Wahrheit sagt. Vor einigen Tagen kam die Nachricht des THQ, das Spieleprojekt 50 Cent von Activision Blizzard übernommen hat. Und da gibt es jetzt auch schon neue Szenen zum Nachfolger des ersten Teils, der in Deutschland indiziert ist. Da sieht man also, wie sich der Gangster-Rapper 50 durch verschiedene Settings ballert. Und dieses Spiel kommt wohl in Amerika im Januar nächsten Jahres für Xbox und PlayStation 3 raus. Ob das jetzt auch in Deutschland kommen wird, das bleibt nochmal abzuwarten. Wie gesagt, der erste Teil, der war indiziert. Apropos indiziert. Indiziert könnte auch der neue Call of Duty-Teil World at War werden, zumindest ein Teil davon. Denn es wurde bekannt gegeben, dass man in Call of Duty World at War Jagd auf Nazi-Zombies machen kann. Wer wollte das nicht schon immer mal machen? Allerdings braucht man jetzt nicht damit rechnen, dass Call of Duty zu einem Resident Evil Spiel verkommt oder einem Klon. Nein, es wird ein zusätzliches Feature sein, das man freischalten kann, wenn man die Singleplayer-Kampagne durchgezockt hat. Dann kann man mit bis zu 3 Freunden im Koop-Modus, wie gesagt, Jagd auf Nazi-Zombies machen. Ob das Ganze dann auch in der deutschen Version des Spiels enthalten sein wird, wage ich mal in den Raum zu stellen und zu bezweifeln. Denn Nazis und Zombies in einem Spiel, in einem Kriegsspiel Call of Duty, da sind so viele Zutaten, die nach Indizierung riechen, dass ich schon gar nicht mehr weiß, ob das Spiel überhaupt rauskommt. Ja, da riechen die Zombies ohnehin schon, ne? Und dann auch noch nach Indizierung. Ne? Ja. Über die ideologische Gesinnung der Zombies bei Left 4 Dead ist erstmal nichts bekannt. Aber was man weiß ist, dass ihr alleine ums Überleben kämpft oder mit bis zu 3 menschlichen Mitstreitern, auch online. Das wird sicherlich sehr interessant, aber das Spiel ist natürlich, das ist ganz selbstverständlich sehr gewaltvoll und da ist ja auch schon so ein bisschen zurückgeschraubt worden, extra in Anlehnung an die deutschen Richtlinien. Und jetzt betrifft das Ganze auch das Cover. Normalerweise wäre da eine Hand mit einem abgerissenen Daumen zu sehen gewesen und das deutsche Cover wird ein wenig entschärft. Da darf der Daumen dann an der Hand dranbleiben, aber das ändert ja zumindest nichts am Inhalt. USK 18 Rating hat es dann auch schon bekommen. Ne? Mhm. Sollen wir mal zusammen spielen? Ja, wir gehen auf jeden Fall, machen auf jeden Fall Jagd auf Nazi-Zombies. Ja. Das erinnert mich an diesen einen Film, ich weiß gar nicht, kennst du den Surf Ninjas Must Die? Ich kenne nur den Kommunisten-Nazi-Gag mit den Simpsons. Wie geht der? Ja, Rainier Wolfcastle jagt böse Kommunisten-Nazis. Ach so. Ich kenne auch vom Badesalz lesbische Nazi-Nutten entführt und zur Hungerkur gezwungen. Oh mein Gott. Von Aliens entführt. Auch so, das noch. Ja. Ja. Also es gibt die verrücktesten Sachen. Sind wir mal gespannt, was dann bei Call of Duty bei rumkommt. Mhm. Aber die Idee an sich finde ich schon sehr lustig. Jetzt geht's gleich weiter hier mit Giga Konsole und Colin. Und er hat mir, wir waren heute in der Pressevorführung übrigens von dem neuen James-Bond-Film. Und? Muss man Screen angucken, um sich diese Meinung... Stirbt er am Ende? Diese Meinung, ja. Das war der letzte James-Bond-Film. die Meinung muss man sich verdienen, wenn man Screen guckt. Aber da hat mir der Colin nämlich erzählt, dass er so schwärmt von Valkyria Chronicles, ein Spiel, das er liebt und das er euch jetzt vorstellt. In diesem Sinne, uns und euch. Haut rein. Okay.